Willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Heroes 7, diesmal in einer etwas anderen Rangelei. Die gute Rehm, die ist jetzt Level 15, ich habe die letzte Kampagne nochmal durchgespielt und ich wusste, ich habe sie schon hochgelevelt und dass das irgendwie ein Fehler sein muss. Also dann, wir holen uns das Gold und gehen einfach dort weiter in die Richtung, während er ihr die Leute geben wird, um dann schon mal aufzuräumen. So, er holt alles andere. Und wir brauchen Gold, jede Menge. So, wir gehen wieder hinten rum, wir wissen ja jetzt schon wohin. Er sammelt weiter ein. Das kennen wir schon, das kennen wir schon. Wieder verhungern 6 Kreaturen. Aber nicht mehr lange. Diesmal lassen wir die anderen am Stock gehen. So. Komm schon. Müssten noch bald da sein, oder? Mussten wir hier schon hoch oder noch weiter hinten? Ich glaube noch weiter hinten. Du holst dir weiter das Gold. Damit wir uns Kreaturen anschaffen können. Sehr schön. Wir sind jetzt fast bei der Oase. Das müsste funktionieren. Oh ja. Schade, dass wir jetzt keine Logistik hochgebracht haben. Kennen wir schon. So, sehr gut. Oase gehört noch nicht uns, aber fast. Können wir schon mal in Ruhe einsammeln. Weiter das ganze Gold holen. Holen dann später die Ressourcen, um die Brücke bauen zu können. Du holst hier schon mal alles, was es so gibt. Sehr gut. Neue Runde. Neue Woche. Sind jetzt eigentlich Leute verfügbar? Ja, sind sie. Sehr schön. Gut, dann lass uns mal noch mehr Gold holen. Dass wir sie auch alle rekrutieren können. Und diesmal werde ich sie nicht aufstufen. Wir werden in Ruhe versuchen, alles einzusammeln. Um dann in Ruhe auszubauen. Okay, du holst dir das restliche Gold. Ach, Dreck. Ah, 1000 Gold. Ich habe übrigens noch ein paar Let's Plays gesehen, auch so von Heroes of Might & Magic, dem ersten Teil, beziehungsweise Heroes of Might & Magic 2. War ganz witzig, sich das mal anzusehen. Und da habe ich dann auch gelernt, dass es besser ist bei Schatztruhen, die 1000 Gold und 500 Erfahrungspunkte betrifft, da lieber das Gold zu nehmen. Da man sonst für einen Erfahrungspunkt 2 Gold ausgeben würde, mal grob gesehen. Und bei anderen so 2500 Gold, 1500 Erfahrungspunkte sind es nicht ganz 2 Gold pro Erfahrungspunkt. Das lohnt sich eher. Muss man eben abwägen, was man lieber möchte. Super, du holst dir noch weiter Holz. Okay. Noch mehr Gold, ja. Wir brauchen es. Später holen wir uns noch Erfahrungspunkte. Weiter geht's nicht. Du gehst schön hinten rum. Vielleicht finden wir noch mehr Gold. Wir finden garantiert noch mehr Gold. Oder auch nicht. Vielleicht finden wir auch nur die Garnison. Ein bisschen Stein bzw. Erz und... Ah, knapp. Noch einmal Holz und wir können die Brücke reparieren. Das wird das Einzige sein, was ich finanziere, damit unsere
Karawanen schneller durchkommen und nicht hinten rum müssen. Jo, kommt mit. Ich kann euch gut gebrauchen. So, pass auf, du gehst schon mal zurück. Hierher. Und du gehst dahin. Anschließend holst du dir das Gold. Ja, dann kommen die. Gelobt sei Elrad. Gelobt sei Elrad, dass ihr endlich kämpfen dürft. Gut, nächste Runde. Jetzt wird es witzig. Gut. Holz. Erz. Da hinten läuft die andere. Lass sie laufen. Wir reparieren die Brücke. Das war dumm, oder? Jetzt kann ich das Domizil gar nicht aufbauen. Ach, Dreck. Na gut, kämpfen müssen wir so oder so. Schlacht beginnen, auf geht's. Wer lacht denn da so? Auf geht's. Rehm kriegt das auch besser hin als der andere. Sie hat schon ein bisschen mehr in der Offensive. Darauf habe ich geachtet. Und wir nehmen 35 von denen weg. Top. Top, die Watte quillt. Genau, du gehst auch schon mal nach vorne. Mein Baby, mein Riesenbaby. 4 bis 5, na Hammer. Das sieht weitaus besser aus als bei dem anderen. Sehr schön. Plus Moral. Genau, kommt mal raus. Schlechte Moral, das ist top. Das ist genau das, was wir brauchen. Heulende Leute, damit wir in Ruhe alle umhauen können. Ich werde gleich schneller stellen. Hör auf zu schreien. Unser Behemoth haut einmal zu. Oh, 2 Schaden. Wir scheinen eine sehr gute Verteidigung zu haben. Und das waren sie alle. Wunderbar. Damit haben wir fast Level 16. Optionen erstmal alles schneller stellen hier. Übernehmen, speichern. So, dann holen wir uns den Stall, können noch weiter laufen. Du darfst hier die Ressourcen weiter einsammeln. Die auf dem Weg liegen. Und gibt es hier noch Ressourcen? Ja, gibt es. Halt, da auch. Wunderbar. 1, 2. Nun will ich ja mal hier hoch. Will ja mal gucken, was es hier gibt. Ah, wenn die noch lange hält, das sollte mich wundern. Okay. Mein Kreuzritter. Sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich brauche mehr Holz und Stein. Wie viel kostet es, das aufzubauen? 10. Es wird knapp. Das wird knapp. Schon wieder einer unterwegs. Okay. Ein Greif. Du gehst hier weiter lang. Ja, war klar. Lass mich raten, es ist diese doofe Melisande.
Gut, du holst den Aussichtspunkt. Und damit sehen wir, dass hier nichts irgendwie rumsteht. Das ist doch... Dreck ist das. Hätte ich diese olle Brücke nicht gebaut. Warte, das machen wir anders. Das tut mir jetzt leid. Aber das ist mir zu doof. Nee, ich darf die Brücke nicht bauen. Wo war die Brücke? Halt. Die Brücke ist da überall schon gebaut, ne? Ich lade mal. Ja, trotzdem laden. Nee, die ist noch nicht gebaut. Sehr schön. Dann wird er sich jetzt erstmal weiter um Ressourcen kümmern und ich lasse die Brücke sein, damit ich dort oben diesen Wachposten einrichten kann, um Leute zu rekrutieren. Sonst haben wir ja echt die Arschkarte. Jo, okay. Optionen, Gameplay. Einmal bitte alles hochschrauben. Na, nun zischen wir doch ab. Wie eine Rakete. Und du guckst jetzt schon mal hier hinten herum. Brücke bauen wir später. Ja, kennen wir. Gelobt sei ich. Gelobt sei ich. Gut. Du reitest immer noch hier lang. Neue Runde. Einmal die Moral stärken, die ganzen Ressourcen einsammeln. Du gehst auch weiter sammeln. Und jetzt ist Schluss. Jetzt holen wir uns das Teil. Verdammter Mist. Jo, Schlacht beginnen. Noch einmal tun wir so, als wären wir die Größten. Es muss doch irgendwie was werden. Wenn nicht, muss ich mich wirklich mal im Internet informieren, wie man das sonst hinkriegen soll. Sehr gut. Genau dasselbe Spielchen wie vorhin. Jo. Mach mal den letzten weg. Sehr schön. Darf's nochmal, dann mach die weg. Mit Glück. Das gefällt mir. Wundert mich, dass ihr euch überhaupt noch bewegen könnt. Oh, ein Schadenspunkt. Ist aber traurig, dass ihr nicht mehr macht. Sehr schön. 33 bis 40. Komm, Glück. Schade, kein Glück. Und das war's. Tippitoppi. Topikowski. Jo, gleich wieder aufbauen, um Leute zu rekrutieren. Ich brauche alles. Alles, was ich kriegen kann. Das Schlimme ist, viel Zeit haben wir auch nicht. Irgendwann geht uns das Gold aus. Dann können wir sowieso nicht weitermachen. Hier ist noch Gold. Bitte nicht... Was? Das war schon. Ah. Dann ist ja Schluss. Dann können wir ja nichts mehr rekrutieren. Und die rekrutieren ja immer weiter. Die werden wahrscheinlich irgendwelche Goldreserven haben. So, sobald die Karawane da ist, werden wir uns weiter vorwagen. Trotzdem schon mal gucken gehen. Gut, das war's wieder. Er kann wirklich nicht weit laufen. Aber hier ist noch jede Menge Gold. Das ist schön. Da können wir in der nächsten Woche noch Leute dazu holen. Das ist doch klasse. So, und wieder zurück in die Festung. Um neue Leute zu rekrutieren. Guck mal, die kannst du gleich so mitnehmen. Ausgezeichnet. 1, 2, 3. Na komm. So schön. Oh ja.
Es wird. So, dann holen wir uns noch Erz. Wir holen uns das da. Die sammeln wir auch weiter ein. Das müsste wieder reichen für noch einmal rekrutieren. Eure Karawane ist blockiert. Ist gar keiner blockiert, die ist weg. Die haben wir schon gekauft. Schon weggelutscht. Mich würde interessieren, wie man am leichtesten zu den Gegnern rankommt. Wir speichern einmal ab. Und LP01. Nein, LP03. Ich bin ja nicht bekloppt. Jo. Und dann schaue ich mich mal da um. Und später dann rechts. Je nachdem. So sieht es ja schon ganz gut aus. So kann man die Befestigung auch beschützen. Ah, kommen wieder nicht weiter. Wer passt denn hier oben auf? Die ganze Armee, das ist doch doof. Okay, hier ist keiner. Sollte mich wundern, wenn die mich in Ruhe lassen. Gut, jetzt haben wir hier soweit alles, ne? Wir können hier nochmal gucken. Ne, können wir nicht. Kommen wir gar nicht hin. Gehen wir da hinten nochmal hin. Ansonsten geht er jetzt zur Befestigung und holt neue Leute dorthin. Reitet schon wieder einer los. Mit neuen Leuten. Ne, da kommt man nicht hin. Gut. Du reitest hoch. Holst dir am besten da ein paar Leute. Kann eine Weile dauern, bis du da bist. Aber bis dahin werden wir hier schon mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht räumen die auch mit uns auf. Eieiei, Melisande. Wie ich dich verabscheue, du hässliche Pute. Aber wir machen dich fertig.